Okay, und jetzt müssen wir hier lang. Das war knapp. Los, los, los. Wo sind denn die nächsten Skelette? Nein, was ist das? Da ist noch eine Fahne. Jetzt sieht er nicht fest. Gut. Was brauchen wir jetzt? Brennholz. Hä? Hier ist schon ein Tier rausgeschlagen oder was? Das ist ja ziemlich unlogisch. Ich erwarte eine Story. Gefährlicher. Ich glaube, dass. Wie heißt der noch? Warte, erstmal muss ich kurz gucken. Wie heißt der? Boromir. Dann den Ring im Schlaf. Dann Frodos Ring im Schlaf stehlen will. Gut. Aha. Ach so, wie geht das? So kann das schmelzen. Ach so, dann werden wir da wohl hinkatapultiert. Ich dachte, wir zelten hier. Das ist doch viel zu kalt. Ach so, okay, wir brauchen hier für Legolas. Dass der das so hinkriegen kann.
5 P und wo ist das 5. Warum liegen hier so viele Skelette rum? Nur 27 und was kommt. Es sind grausame Stimmen in der Luft. Jetzt
springe da nicht eigentlich von alleine hin. Okay, ich müsste jetzt eigentlich mal geschafft haben. Das letzte Skelett. Ach, da kommt auch noch mal. Das bringt nichts. Das ist das Bild. Ah, jetzt. Okay, wir haben einen Entwurf und schon wieder ein Zelt. Ich glaube, es war klar, dass der da nachkommt. Das müsste ja sein. Gut, jetzt kommt er nicht. Und die springen wie richtig groß. Die Pforte von Rohan führt uns zu nah an Isengard heran. Lasst uns den Weg durch die Minen von Moria gehen. Lasst den Ringträger entscheiden. Wir werden durch die Minen gehen. So sei es. Zwergentüren sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. Ja, Gimli, und selbst ihre Meister können sie nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist. Wieso überrascht mich das nicht?